Ja, vielen Dank, Frau Weigand, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe also die etwas undankbare Aufgabe, Sie nicht nur ins Mittelalter zu führen, sondern auch zur nächsten Kaffeepause und werde mich nach Kräften bemühen, Sie wenigstens halbwegs wach zu halten. Meine Damen und Herren, als christliche Heere 1212 die Muslime besiegten, organisierte der Toledaner Erzbischof Rodrigo die Vorbereitungen. Aber er ergriff auch als Historiograf die Feder, indem er mit der Historia de Rebus Hispaniae sive Historia Gotica, also eine Geschichte über die Dinge Spaniens oder eine gotische Geschichte, und außerdem mit einer Historia Arabum aufwartete. Die Rückbesinnung auf gotische Zeiten stiftete Identität und eröffnete Zukunftsperspektiven. Näherte sich die spanische Einheit nicht nur zu diesem Zeitpunkt, sondern immer wieder aus dem Blick auf die westgotische Zeit? Nicht alles hatte so zentralistisch begonnen. Nach der Niederlage, wir hörten es eben, gegen die Franken bei Vouillet 507, waren die Schwerpunkte westgotischer Herrschaft eher in Narbonne und in Barcelona, bevor sich das Zentrum im 7. Jahrhundert immer mehr in Toledo etablierte. Aber vorher? Sogar Theodorich fungierte zeitweise nicht nur als Ostro, sondern auch als visigotischer König. Alarich, Eurich, Theodorich, das sind klingende Namen. Aber welchen guten Namen stehen uns für das visigotische Reich in Toledo zur Verfügung? Leovigild, Rekaret, Reckeswind, Wamba, Witiza oder Roderich? Wenn Sie sich für Könige interessieren, können Sie unter den Statuen der spanischen Könige 5 Westgoten auf der Plaza de Oriente vor dem Königsschloss in Madrid besichtigen. Sie wurden zur Herrschaftszeit Ferdinands VI. Zwischen 1750 und 1753 geschaffen. Ataulf, Eurich, Leovigild, Svitila und Wamba. Sie sehen also an diesem Beispiel gut, welch frühen Beginn man für das spanische Königtum und die Königsgeschichte im 18. Jahrhundert konstruierte. Aber das sogenannte westgotische, besser visigotische Reich hatte natürlich etwas mit den Goten zu tun. Ich will heute jedoch allgemeiner auf die Bedeutung und Errungenschaften dieses Reiches zu sprechen kommen, ein Reich, das Spanien und Europa nachhaltig geprägt hat. Dabei gehe ich nicht auf die grundsätzliche Debatte über eine Definition von Antike und Mittelalter ein. Zunächst werde ich ein paar Stichworte zu Quellen und Forschung voranschicken, dann die Ereignisse von 507 bis 711 skizzieren, den wichtigen Wendepunkt des Glaubenswechsels vom sogenannten Arianismus zum Katholizismus in den Vordergrund rücken, rechtliche und kirchenrechtliche Entwicklungen würdigen und schließlich die Frage des Vortrags zu längerfristigen Prägungen zu beantworten versuchen. Zunächst also zu den Quellen. Sie fließen für die spanische Westgotenzeit in dieser Zeit nicht allzu reichlich. Von den erzählenden Quellen hebe ich 3 hervor. Die Gotengeschichte Isidors von Sevilla, dann die Annalen des in Konstantinopel ausgebildeten Johannes von Biclaro und schließlich drittens die Historia Vambae Regis des Erzbischofs Julian von Toledo, sowie mehrere Fortsetzungen der Gotengeschichte Isidors. Die letzten Jahrzehnte des Westgotenreiches sind kaum noch durch erzählende Quellen zu erschließen. Über den Untergang des Reiches 711 berichtet erst ein Chronist 754 aus Toledo sowie verschiedene Chroniken vom Ende des 9. Jahrhunderts. Hier wurde vieles natürlich aus der Rückschau konstruiert. Neben die erzählenden Quellen treten Rechtstexte, vor allem die Lex Visigotorum, die Akten einer reichen konziliaren Tätigkeit, sowie einige Formulae von Königsurkunden und einige wenige Briefe. Immer wichtiger werden dazu die archäologischen Befunde, Bauten, Inschriften und Münzen, die schon zu einem größeren Teil publiziert sind. Die neue Habilitationsschrift von
Sebastian Steinbach zeigt beispielsweise sehr deutlich, wie die Imitation römischer Formen sowie die Herrschaft Schwerpunkte anhand der überlieferten Münzen sehr gut erschlossen werden können. Das Ganze verweist natürlich auf die Forschung. Zum einen wird das Westgotenreich mit vielen anderen sogenannten Barbarenreichen vergleichend erforscht, vor allen Dingen in verschiedenen Wiener Forschungsprogrammen. Fragen zur Identität, zur Bedeutung von Gewaltgemeinschaften, zur Bedeutung von Sprache oder Verfassung und andere Probleme standen hier meist im Vordergrund. Das Westgotenreich besitzt aber eine gewisse Sonderstellung. Erstens, weil es 711 weitgehend unter muslimische Herrschaft geriet, und zum Zweiten, weil in Toledo vergleichbar zentralistische Formen von Staatlichkeit entstanden und weil rechtliche und konziliare Praktiken sich besonders markant ausbildeten. Blickt man auf die Kunstgeschichte, so verdienen viele neuere Forschungen, vor allen Dingen vom Deutschen Archäologischen Institut in Madrid, zu sakralen Bauformen zwischen dem 6. und 10. Jahrhundert besondere Bedeutung. Nun aber kurz zu den Ereignissen. Das Westgotenreich betraf eben nicht nur die Iberische Halbinsel, sondern auch größere Teile der Narbonensis zum einen. Zum Zweiten gibt es zu dieser Zeit ein Reich der Sweben im Nordwesten neben unabhängigen Gebieten der Basken und Kantabrer. Und es gibt seit der Mitte des 6. Jahrhunderts einen byzantinischen Einflussbereich. Ich möchte Sie mit der Ereignisgeschichte in 4 Etappen vertraut machen. Zunächst einmal die Zeit bis 569, bis zur Herrschaft des König Leovigild. Zum Zweiten die Erneuerungs- und Umbruchsphasen unter Leovigild und Rekaret. Die Konsolidierung drittens und Blüte im 7. Jahrhundert sowie Krise und Ende dieses Reiches. Die im 5. Jahrhundert um das Zentrum Toulouse gruppierten Westgoten verlagerten nach der Niederlage gegen die Franken 507 ihren Herrschaftsschwerpunkt zunächst vor allem nach Südgallien in die Narbonensis und teilweise in die heute katalanischen Gebieten. Vielfach residierten die Könige noch in Barcelona oder in Narbonne und erst im 7. Jahrhundert wurde Toledo immer wichtiger. Zunächst war dies nur ein kirchlicher Mittelpunkt. Das Reich war auch noch keine feste Größe. Ich habe gesagt, Theoderich war selbst eine Zeit lang eben Herrscher dieses Reiches und 531 kam sogar auch mal mit Theudis noch einmal ein Ostgote zum Königamt. Theudis, und das greift Dinge auf, die wir in den anderen Vorträgen schon gehört haben, war Magister Militum in der Hispania gewesen. Unter ihm erlosch dann die römische Präfektur. Er war mit einer reichen spanischen Grundbesitzerin vermählt und achtete darauf, dass Goten und Hispani friedlich zusammenleben. Er hatte zwei große Gefahren zu gewärtigen. Zum einen die Expansionsgelüste der Merowinger, die auch in die Iberische Halbinsel hineinzudrängen versuchten. Und zum zweiten die Rekuperationspolitik Justinians, die eben nicht nur Italien betraf, sondern eben auch Teile der Iberischen Halbinsel. Justinian griff beispielsweise 533 das nordafrikanische Vandalenreich an. Später ließ er das nordafrikanische Ceuta besetzen, dieser Vorposten der EU, der ja bis heute für die EU Bestand hat. Noch später gelangten dann die eben gezeigten Gebiete zwischen Cartagena und Malaga unter byzantinische Herrschaft. Athanagild, 551 bis 568, der ursprünglich sogar die Oströmer gegen seinen Konkurrenten gerufen hatte, versuchte sich der Oströmer wieder zu entledigen durch Heiratpolitik mit den Franken. Wie ist nun das Zusammenleben zwischen Westgoten und Hispanern, Hispani, zu bewerten? Obwohl die bisherigen Daten vor allen Dingen den Mittelmeerraum betreffen, hatten zu Beginn des 6. Jahrhunderts auch Wanderungen der Westgoten aus Aquitanien nach Innerspanien
eingesetzt. Außer nach Septimanien ist die Mehrzahl der Westgoten nach Innerspanien migriert. Jedenfalls versucht man das nachzuweisen, und das sind alles etwas wackelige Beweise. Da greife ich eigentlich im Grunde die Bemerkungen meiner Vorredner auf. Reihengräber, Friedhöfe im Gebiet von Segovia, Madrid, Palencia, Burgos oder eben auch Ortsnamenkunde. Es gibt Inschriften vor allen Dingen in den städtischen Metropolen, vor allen Dingen meist in Andalusien wie in Córdoba oder auch in Mérida. Die Anzahl der Goten, auch geschätzt, war begrenzt. Nur wenige gotische Elemente wurden in die romanische Sprache der Iberischen Halbinsel übernommen. Offensichtlich war die Romanisierung der Westgoten schon relativ weit fortgeschritten. Und es gibt schon in dieser Zeit, darauf komme ich nachher noch einmal kurz zu sprechen, einige Mischehen, die darauf deuten, dass die arianisch immer jetzt in Anführungszeichen, wenn mein Kollege Brennecke hier wäre, er würde mich steinigen, dass ich Arianer sage, aber Arianer in Anführungszeichen und Katholiken, diese Mischehen zeigen, dass es schon zu einem ersten Annäherungsprozess gekommen ist. Die zweite Phase unter Leovigild und Recaret kann man von einer Erneuerung auf mehreren Ebenen sprechen. Das Zitat des Johannes von Biclaro sagt, er stellte das Land der Goten, das durch verschiedene Aufstände verkleinert worden war, in seinen alten Grenzen wieder her. Damit meinte der Geschichtsschreiber nicht nur die Aktivitäten gegen die Oströmer, sondern auch gegen andere Volksgruppen im Norden und im Nordwesten. Vor allen Dingen meinte er den Sieg der Westgoten gegen die Sueven in Nordwestspanien, die Leovigild 585 unterwarf. Im Zusammenhang mit diesen Eroberungen wurden Städte gegründet wie Recopolis oder Vitoria im Baskenland. Und mit dieser Namenwahl hat man davon gesprochen, dass unter Leovigild so etwas wie eine Verkaiserlichung des Königtums beginnt. Eine Verkaiserlichung, die man auch im Münzmaterial, das uns eben Steinbach jetzt vorbildlich erschlossen hat, gut ablesen kann. Entscheidend wurde in dieser Phase aber der Übertritt der Westgoten vom sogenannten Arianismus zum Katholizismus. Die Konzilien von 580 und 589 schufen neue Bedingungen, die insgesamt in der Folge integrierend wirkten. Entscheidend waren hier mehrere mediterrane Verflechtungen, die Integration des Suebenreiches sowie die geistige Vorarbeit verschiedener Theologen und Gelehrter. Ich komme darauf zurück. Dass dann in der Folge, und damit bin ich bei meiner dritten Phase, von Isidor propagierte Idealbild eines Regnum Christianum, wurde seit dem dritten Konzil von Toledo 589 durch weitere Konzilien und Kodifizierungen von Rechtssätzen gefestigt. Es wurden gesetzgeberische Werke erlassen, und selbst die Konzilien wie das 633 von Isidor von Sevilla präsidierte vierte Konzil von Toledo fassten Beschlüsse zur Königswahl, die einen Ausgleich von Adel und Königtum andeuten. Sowohl die Verwaltung in den Provinzen, denen Duces vorstanden, sowie die darunter angesiedelten Comites Civitatum orientierten sich an römischen Traditionen. Besonders prägend blieb das römische Vorbild im Finanzwesen, das Bischöfe kontrollierten. Das Heer, während der Wanderungen wohl wichtigste Institution, nicht von ungefähr redet man heute zunehmend von Gewaltgemeinschaften, scheint im 7. Jahrhundert verfallen zu sein. Die soziale Struktur und die sozialen Spannungen sind in der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts verstärkt erkennbar. Auch die Stadtkultur konnte das nicht ausgleichen. Wichtige, schon auf die Römerzeit zurückgehende Städte wie Mérida, Córdoba, Saragossa und Lugo hatten hier zwar einen Eigenstatus, aber keine prägende Wirkung. Der Fernhandel lag weitgehend in der Hand von Juden und anderen Orientalen. Allerdings begann schon 615 eine antijüdische Politik. Stefan Esters hat jüngst darauf verwiesen, die im Taufbefehl König Sisebuts gipfelte und was zur Flucht spanischer Juden ins merowingische Gallien führte. Schließlich mein vierter Punkt, der Niedergang
dieses Reiches am Ausgang des 7. Jahrhunderts ist angesichts dieser größeren Blüte zu Beginn des 7. Jahrhunderts umso schwerer zu erklären. Revolten, Verschwörungen häuften sich, die ich hier nicht im Einzelnen vorstelle. König Wamba musste sich mit vielfachen Aufständen auseinandersetzen. Bezeichnet ist sein Ende hierzu eine kleine Geschichte. Erwig, der Sohn eines Oströmers, war unter Chinderswind nach Spanien gekommen und wollte selbst König werden. Er gab Wamba einen Trank aus Besenginster, der Wamba das Bewusstsein raubte. Dem dann nur scheinbar Sterbenden erteilte man die Sterbesakramente und legte ihm das Mönchsgewand an. Damit war er in den geistlichen Stand aufgenommen und nicht mehr regierungsfähig. Als Wamba erwachte, brauchte er nur noch das Abdankungsschreiben unterzeichnen und ins Kloster gehen. Erwig wurde neuer König, ließ sich auf einer Synode seinen Regierungsantritt bestätigen. Die Akten des 12. Toledaner Konzils beschreiben Art und Weise, wie Erwig Wamba um sein Bewusstsein gebracht hatte, recht genau, und stellen, ein gewisser Zynismus vielleicht, die Wiederholung eines solchen Verfahrens unter strenge Strafe. Nach der Herrschaft Erwigs kehrte keine Ruhe mehr ein. Verschiedene Personen oder Sippen konkurrierten. Zu dieser gespaltenen Situation des Königtums gehörte die Verschärfung der Krise durch eine schwere Pestepidemie 693-94, eine weitere Seuche 701 sowie die Kaltstellung fast aller Juden auf dem 17. Konzil von Toledo 694. Man hatte gehört, dass die Juden angeblich zu Arabern in Syrien aufgenommen hatten und versuchte deshalb, die Juden aus diesem Reich zu entfernen. Kinder wurden ab dem 7. Lebensjahr ihren Eltern weggenommen und in christliche Familien gegeben. Dass Herrschaft offensichtlich nur noch an einigen Orten funktionierte, belegt die Studie Steinbachs, der für die letzten Jahre des Westgotenreiches nur noch ganz wenige Münzprägungsstätten nachweist. In diese genannten Streitigkeiten ist die Eroberung großer Teile der Iberischen Halbinsel durch arabisch-berberische Truppen ab 711 einzuordnen, auf die ich nicht weiter eingehe. Soweit einige Linien zur Entwicklung. Ich hatte schon den Wechsel vom sogenannten Arianismus zum Katholizismus als eine entscheidende Wende angesprochen. Lassen Sie mich zur Erläuterung mit einer kleinen Erzählung beginnen. Leovigilds Sohn Hermenegild war mit einer fränkischen Katholikin in Gunde, einer Tochter Sigeberts, verheiratet. Ingunde brachte ihren Mann dazu, mit dem Katholizismus zu sympathisieren. Beide wurden nach Südspanien verbannt und gerieten unter den Einfluss des Mönches Leander von Sevilla, den Bruder des berühmten Isidor. Ab 582 führte Leovigild gegen seinen Sohn Hermenegild Krieg, aber im byzantinischen Cordoba fand Hermenegild Unterschlupf. Sie sehen, diese politische Zersplitterheit bietet dann auch für persönliche Schicksale die entscheidenden Möglichkeiten oder wichtige Möglichkeiten. Gegen Geldzahlungen zogen die belagerten Byzantiner ab, zusammen mit der Gemahlin und dem Sohn von Hermenegild. Dieser unterwarf sich seinem Vater zwar, wurde aber wenig später, 585, in Tarragona ermordet. War das gleichsam ein Tod für den katholischen Glauben? Papst Gregor I. an der Wende zum 7. Jahrhundert nennt Hermenegild jedenfalls einen Märtyrer. Der Konflikt zeigt aber die explosive Situation. Leovigild versuchte mit dem sogenannten Arianischen Konzil von 580 einen Ausgleich. Durch Konzessionen versuchte er, die Katholiken zu gewinnen, zum Beispiel keine Wiedertaufe beim Übertritt vom Katholizismus zum arianischen Bekenntnis und eine neue Definition, Christus sei dem Vater gleichartig, equalis, war die Formulierung des Konzils. Das sollte Katholiken den Übertritt leichter machen.
Erfolg hatte dieser Weg aber nicht, er schuf eher Unruhe, sondern der umgekehrte Weg unter König Rekaret, der selbst schon ein Jahr nach seinem Regierungsantritt 587 zum Katholizismus übertrat, war erfolgreich. Das dritte Konzil von Toledo 589 erklärte den katholischen Glauben zum einzigen Glauben im Westgotenreich. Dieser Wechsel spiegelte sich trotz mancher Verwerfungen zugleich als ein Prozess der Annäherung von westgotischen und hispanoromanischen Führungsschichten. Dieser Übertritt war jedoch auch durch verschiedene geistige Entwicklung mit vorbereitet und gefördert worden. Verständlich ist der Erfolg kaum, wenn nicht die Bedeutung des Suebenreiches im Nordwesten, der Baetica, also Baetica der Name für dieses andalusische Gebiet nach dem Fluss Baetis, heute Guadalquivir, bezeichnet, der Baetica im Süden und die oströmisch-byzantinisch beherrschten Gebiete berücksichtigt werden. Oder, wenn man in Personen sprechen will, Martin von Braga, Leander von Sevilla und Isidor von Sevilla. Die Sueben, deren Reich 585 von den Westgoten erobert worden war, hatten den Schritt zum Katholizismus nämlich schon früher vollzogen. Die Konversion der Sueben wurde unter Martin beendet, der zwischen 561 und 72 Bischof von Braga wurde. Sein Lebensweg verdeutlicht, wie sehr die Spannweite des alten römischen Reiches noch im 6. Jahrhundert prägend blieb. Er unterstreicht zugleich, welche Bedeutung dem nordwestlichen Teil der Iberischen Halbinsel zukam. Martin stammte wahrscheinlich aus Pannonien und erhielt seine monastische Schulung in Palästina. Auf der Reise nach Galizien wurde er mit dem Mönchtum der Schüler des Caesarius von Arles bekannt, gründete dann um 550 ein Kloster bei Dumio in der Nähe von Braga. Noch vor 572 wurde er dort Metropolit. In dieser Zeit verfasste er mehrere moraltheologische Schriften für den suevischen König. Er folgte hier teilweise den Vorbildern Senecas, jedoch war ihm auch die Missionierung wichtig, vor allen Dingen zu erkennen an seiner predigtartigen Schrift De Correctione Rusticorum über die Verbesserung oder Verbesserung, Berichtigung der Bauern. Versuchte er nicht nur heidnische Bräuche zu bekämpfen, sondern förderte auch eben den Übertritt der Sueben zum Katholizismus. Für das praktische kirchliche Leben sammelte er Synodalkanones aus Byzanz, Afrika und Spanien in den sogenannten Capitula Martini. Er übersetzte für das Klosterleben eine griechische Sinnsprüche-Sammlung und vieles andere mehr. Den weiten Horizont dieses Martin belegt nicht nur die Herkunft, sondern belegen auch seine Beziehungen. Als Verehrer des Martin von Tours hatte er sein Kloster nach dessen Vorbild organisiert, eine Basilika für dessen Reliquien gebaut und ihm ein Gedicht gewidmet. Mit Bischof Gregor von Tours, mit Venantius Fortunatus und mit der Königswitwe Radegundis, der Gründung des Kreuzesklosters in Poitiers, stand er in engem Kontakt. Was Braga für das Suevenreich bedeutete, waren Sevilla und Toledo für das Westgotenreich. Mit Sevilla verbinden sich die Namen der Brüder Leander und Isidor. Schon Leanders Lebensweg zeigt, aus welchen Wurzeln sich das geistige Leben der südlichen Hispania am Ende des 6. Jahrhunderts speiste. Er entstammte einer vornehmen, romanisierten katholischen Familie, die zur Zeit der byzantinischen Herrschaft aus Cartagena wohl ausgewiesen wurde und sich dann im stärker westgotisch bestimmten Sevilla niederließ. Dort wirkte Leander zunächst als Mönch, dann als Erzbischof. Im Zusammenhang mit der eben schon geschilderten Rebellion des Hermenegild hatte Leander wohl einen nicht geringen Anteil neben der Frau des Hermenegild an dessen Konversion. Eine von Leander geleitete Legation nach Konstantinopel um 580 sollte
vor allen Dingen wohl den Beistand des Kaisers, des oströmischen Kaisers, in Glaubensfragen erbitten. Seit dieser Zeit war Leander mit Gregor dem Ersten, also dem späteren Gregor dem Ersten, 590 bis 604 befreundet. Er widmete ihm beispielsweise seine Regula Pastoralis. Er bereitete den Übertritt zum römisch-katholischen Bekenntnis vor auf dem dritten Konzil von Toledo. Darauf kann man im Arbeitskreis ja noch etwas genauer eingehen. Bekannter als Leander wurde sein jüngerer Bruder Isidor. Eine der wichtigen und wertvollen Darstellungen finden Sie hier ganz in der Nachbarschaft in der Staatsbibliothek in München, wo Sie Isidor sehen können in Zusammenhang mit Braulio von Saragossa in einem Gespräch, wo Sie sich eben gelehrt austauschen. Einer der ganz wenigen frühen Darstellungen von Isidor. Er wurde Nachfolger seines Bruders und Metropolit von Sevilla. Das Konzil von 619 in Sevilla dort und sein Vorsitz beim wichtigen vierten Reichskonzil zu Toledo belegen seine zentrale Position im Westgotenreich, denn hier wurden zahlreiche kirchlich-politische Weichenstellungen in Canones festgelegt, darunter Bestimmungen zur Judenfrage oder auch zur Wahlmonarchie. Jacques Fontaine hat diesen Isidor von Sevilla als Epigonen der klassischen Bildung bezeichnet, der als Bindeglied von der Antike zum Mittelalter fungiert habe. Seine Schriften, diejenigen Isidors, gliedern sich in vier Bereiche: naturwissenschaftliche, grammatische, historische und theologische Schriften. Zunächst zum ersten Bereich, den kennen Sie, die bedeutendste Schrift. Hier ist die für König Sisebut geschriebene Enzyklopädie mit dem Namen Etymologie. Die Erläuterung fassen wie eine Realenzyklopädie das weltlich und geistlich-geistliche Wissen der Antike zusammen. Neuere Forschungen relativieren den Wert ein wenig, denn Isidor benutzte wohl vor allem nordafrikanische Autoren und kannte antike Schriftsteller hauptsächlich aus Anthologien. Damit wurde das antike Wissen vielfach in doppelt gebrochener Form für den lateinischen Okzident verfügbar. Diese Etymologien wurden durch weitere Arbeiten Isidors wie De Natura Rerum, ein Tratat über die Chronologie, über die Kosmologie und Astronomie sowie einen Liber Numerorum ergänzt. In einen ähnlichen Zusammenhang gehören zweitens Isidors Werke der Differentia oder der Synonyma, die schulmäßiges Wissen zu sprachlichen Phänomenen vermittelten. Mit dogmatischen und exzetischen Werken beeinflusste Isidor drittens die Glaubens- und Sittenlehre. Für sein theologisches Hauptwerk, die Sententiarum Libri Tres, denten die Moralia in Job Gregors des Großen als Vorbild. Für die Praxis waren andere Schriften bestimmt und in De Ortu et Obitu Patrum bietet er Notizen zu Personen, vornehmlich aus dem Alten und Neuen Testament. Die letzte Gruppe betrifft die Historiographie im weitesten Sinne. In De Viris Illustribus charakterisiert Isidor besonders afrikanische und spanische Schriftsteller des 6. und 7. Jahrhunderts. Eine Weltchronik, die er auch verfasste, gliederte entsprechend der augustinischen Lehre in 6 Weltzeitalter. Über die Herrscher dreier Völker, und das ist heute für uns hier besonders wichtig, über die Herrscher dreier Völker seit dem 4. Jahrhundert mit einem deutlichen Schwerpunkt auf den Goten, berichtet Isidor in seiner Historia de Regibus Gotorum Vandalorum et Sueborum, also über die Könige der Goten, Vandalen und Sueben. Dieses Werk erschließt Annäherungsprozesse zwischen der Gens der Goten und der romanischen Bevölkerung der Hispania. Denn obwohl Sohn eines Provinzialen aus der Gegend von Cartagena, dem oströmischen Cartagena, verfasste Isidor gleichwohl eine Geschichte der Goten, die eine Verschmelzung römischer und gotischer Traditionen erkennen lässt. Angeregt hatte das Werk vielleicht der kulturell interessierte König Sisebut. Isidor war die arianische Vergangenheit der Goten zwar nicht genehm, und obwohl er
dieses Volk mit Magog, dem biblischen Feind des Gottesvolkes, in Verbindung brachte, pries er die Goten deshalb, weil sie Tugend, Virtus besäßen. Nur am Rande hier im Vergleich zum Vortrag von Herrn Major heute Morgen, Alarich kriegt bei ihm dann doch relativ gute Noten, weil er 410 Rom eben nicht zerstört habe, sondern die römische Bevölkerung geschont habe. Der heilsgeschichtliche Weg habe durch die Virtus der Goten fast zwangsläufig zur Konversion geführt. Isidor hatte mit der Interpretation die römisch-romanische Bevölkerung im Auge, der er gotische Herrschaft folgendermaßen vermittelte, Zitat, deshalb blieben auch bis auf den heutigen Tag die Römer, welche im Reich der Goten leben, die Herrschaft derselben so sehr, dass sie es für besser halten, mit den Goten in Armut zu leben, als unter den Römern mächtig zu sein und die schwere Last der Abgaben zu tragen. Zitat Ende. Römische Tradition und Gotenherrschaft gingen in diesem Werk eine Symbiose ein. Neben der personellen Perspektive gab es jedoch auch eine räumliche Dimension, wie das vorangestellte Lob auf die Hispania zeigt. Spanien werde jetzt vom Volk der Goten glücklich beherrscht. Spanien sei die geheiligte Mutter von Königen und Völkern, die Königin aller Provinzen. Es ist eben von der Mater Spania die Rede. Die Goten in der ersten und zweiten Zeile. Die Goten verbanden sich mit diesem Land wie mit einer entführten Braut. Biblische Vorbilder, so wie das Aufsuchen des gelobten Landes, prägen die Darstellung. Es ist zweitrangig, ob Isidor hier eher das von Gott erwählte Gotenvolk oder vor allem das Land beschreibt, wie die Forschung kontrovers diskutiert. Neu und wichtig erscheint, dass hier eine gentile Gemeinschaft explizit in eine römische Tradition gestellt wird, die Land und Gens, Raum und Personen vereinte. Spätere Möglichkeiten zur Rückbesinnung auf die Goten, wie im 9. oder im 13. Jahrhundert, nutzten entsprechend Isidors Schrift als ganz wichtigen Referenzpunkt. Mit seinem gesamten Werk schuf Isidor die Verbindung zwischen Altem und Neuem. Er war Vermittler antiken Wissens in den Etymologie, technisch antiken Wissens in De Natura Rerum. Er verband ebenso römische Traditionen mit der neuen Gotenherrschaft. Somit verknüpfte er das frühe Mittelalter mit der Patristik, trug zum Verständnis der antiken Überlieferung erheblich bei und tradierte das System von Bildung und Ausbildung. Diese Bedeutung Isidors zeigt auch die spätere Ausstrahlung. Seine Schriften gelangten, wie hier gezeigt, am Beispiel des Traktates De Natura Rerum, hauptsächlich über Irland ins übrige Europa, verstärkt im 8. und 9. Jahrhundert. Meine Damen und Herren, die drei hier vorgestellten Gestalten, ich rede nicht von drei Gestirnen, die Zeit ist vorbei, die drei hier vorgestellten Gestalten stehen exemplarisch für weitere Personen und sie zeigen, wie gerade von den Rändern her, vom Nordwesten und vom Süden unter dem Dach des Katholizismus große Integrationsleistungen gedacht, aber später auch umgesetzt wurden. Die Zentralisierung der Herrschaft in Toledo, die kontinuierliche kirchliche Gesetzgebung, die Ausbreitung des Mönchtums und die weitere Gesetzgebung bauten hierauf auf. Zu den kulturellen Aspekten dieser Zeit gehören aber nicht nur Schriften. Die skizzierte Zeit am Ende des 6. und zu Beginn des 7. Jahrhunderts belegt auch, dass die plastischen Kunstwerke künstlerisch diejenigen anderer germanischer Gentes im alten Gebiet des Imperium Romanum überragten. Neben der hispano-romanischen Kunst sind vor allen Dingen sogenannte westgotische Kunstwerke und Objekte wie Gürtelschnallen, Fibeln, Broschen und Kriegsgeräte erhalten geblieben. Vor allem im Zentrum der Iberischen Halbinsel gab es aber verschiedene aulenförmige Bauten. Bekannt sind in Oviedo spätere Imitationen und auch die bis heute erhalten noch meist kleineren Kirchenbauten in der nördlichen Meseta lassen die Tendenzen dieses Stils erwähnen, lassen sich von dieser Liste hier, die ich aus diesem neuen Werk Schnittpunkt der Kulture entlehnt habe, zum Beispiel eben Orte wie San Pedro de la Nave in der Provinz Zamora, Quintanilla de las Viñas oder San Juan de Baños in der Nähe von Palencia.
Es ist strittig, ob diese Bauwerke einem spätantiken oder einem spanischen vorromanischen Stil zuzuordnen sind. Sie wissen, die Archäologen und Kunsthistoriker können darüber Abende, Wochen, Jahre und Jahrzehnte diskutieren. Momentan wird um die Terminologie für diese und andere Bauwerke gerungen. Byzantinischer Einfluss wurde immer wieder behauptet. Beachtenswert sind weiterhin auch Goldschmiedearbeiten wie die Arbeiten aus dem Schatz von Guaraza, diese Votivkronen und vieles andere mehr im Archäologischen Museum in Madrid zu bewundern. Aber das Westgotenreich, damit komme ich zu meinem fünften Abschnitt, war mehr als Martin Leander, Isidor und Kunstwerke. Der Glaubenswechsel beförderte auch die Weiterentwicklung des Rechts. Im Tolesaner Westgotenreich, wir hatten es heute Morgen gehört, war der sogenannte Codex Euritianus für die Westgoten aufgezeichnet worden. Daneben gab es eine Lex Romana Visigotorum. Leovigild und später Reckeswind schufen einen Codex Revisus, der bereits eine Angleichung von Rechtsräumen der Romanen und Goten erkennen lässt. So hob Leovigild das bisher verstehende Eheverbot zwischen Goten und Römern oder Romanen, muss man vielleicht sagen, auf. Allerdings wurde erst unter König Reckeswind mit dessen Lex Visigotorum oder dem sogenannten Liber Judiciorum von 654 ein für Römer oder Romanen und Goten gleichermaßen gültiges Recht geschaffen. Dies bedeutete gegenüber anderen Reichsbildungen dieser Zeit ein Unikum, denn bisher waren von der Lex Visigotorum und der Lex Romana Visigotorum wie in anderen gentilen Reichen dieser Zeit eher Personengruppen, einzelne Personengruppen betroffen. Eine gewisse staatliche Eigenständigkeit betraf ebenso den kirchlichen Bereich, denn nach dem offiziellen Übertritt der Herrschaftsträger zum Katholizismus entwickelte sich die römische Provinzial zu einer Landes- und Staatskirche. Kirchliche Rechtssätze wurden auf einer Vielzahl von Konzilien, allein eben fast 20 Konzilien bis zum Ende des 7. Jahrhunderts, die meist dann auch in Toledo stattfanden, beschlossen. Auch die Verfahrensweisen der sogenannten Ordines Concilii sind überliefert. Kirchliche Rechtssätze wurden aufgezeichnet. Die für das Kirchenrecht maßgebliche Sammlung, die sogenannte Hispana, stammt aus der Zeit nach 633. Sie ist der fränkischen Dionysianer gleichrangig und hat über die westgotische Zeit hinaus gewirkt. Die Einteilung in Bistümer orientierte sich an den Strukturen der spätantiken Provinzen. Zum wichtigsten Ort wurde Toledo zunehmend, das seinen Rang wohl vor allem deshalb steigern konnte, weil sich dort nun der Königshof befand. Hier im Zentrum der Halbinsel fanden im 7. Jahrhundert fast alle Konzilien statt. Seit 633 wurden gleichsam regelmäßige nationale Synoden abgehalten. Der Metropolit von Toledo gewann eine patriarchatsähnliche Stellung. Er wird ab 681 Primas. Solche Strukturen reizen zum Vergleich mit Byzanz, denn damit ergaben sich zwei parallele Entwicklungen in der Nachfolge des Römischen Reiches an den Extremen des Mittelmeers. Neben der entstehenden Parochialstruktur sind Tendenzen zu einem sogenannten Eigenkirchenwesen nur ansatzweise erkennbar. Mönchtum und Klosterwesen nahmen Aufschwung, vor allem in der Gegend des alten Suebenreiches. Zwar war das benediktinische Mönchtum teilweise bekannt, aber wichtiger wurde für das monastische Leben in Spanien das Regelwerk des Fructuosus von Braga oder das Isidors von Sevilla. Eine Eigentradition blieb die altspanische Liturgie, die später Mos Arabisch genannt wurde und 633 für das ganze Reich vorgeschrieben wurde. Zwar waren Sonderliturgien häufiger, aber diese Liturgie behielt bis ins 11., 12. Jahrhundert eine ganz besondere Bedeutung. Meine Damen und Herren, damit komme ich zu meiner Bilanz. Die Frage, inwieweit die Westgoten die weitere Geschichte prägten, ist in dieser Allgemeinheit natürlich nicht zielführend, denn jede geschichtliche Entwicklung prägt. Deshalb kann es nur um einige
auch subjektiv gesuchte Spuren gehen, die nicht nur das politische Leben, sondern auch die kirchliche Entwicklung betreffen. Hieran dürften Wege von der Antike ins Mittelalter abzulesen sein. Erstens, wie auch immer man vor dem Hintergrund neuerer Forschungen zu Ethnogenese, Nation und Staatlichkeit die westgotische Herrschaft einschätzt, so war die Leistung, verschiedene kulturelle und staatliche Traditionen zusammenzuführen, wegweisend. Zwar ist nicht bis ins Einzelne zu belegen, in welchem Maße Goten und Hispanoromanen zusammenfanden, wie die normativen Quellen suggerieren, zumindest aber wurde hier ein Weg, anders als in weiteren gentilen Reichen, theoretisch vorgedacht und, wie Konzilsbeschlüsse erkennen lassen, teilweise erfolgreich beschritten. Eine vergangenheitsgestützte Zukunftsvision hatte die Lauspanie mit drei Begriffen Rex, Gens und Patria vorgeschlagen. Die westgotische Staatlichkeit stand in starken römischen Traditionen. Kurz vor dem Untergang deutet die zunehmende Macht des Adels zwar auf zentrifugale Tendenzen, jedoch baute der Adel abweichend von anderen Barbarenreich keine Großherrschaften auf, das Reich blieb auch ungeteilt. Da die Thronfolge im Westgotenreich seit dem 7. Jahrhundert durch Wahlen geprägt war, Wahlkönigtum, gewann die sakrale Herrschaftslegitimation an Bedeutung. Die Bestätigung von Erhebungen auf Konzilien und die Salbungen belegen dies. Ob dies auf das Frankenreich und die freilich umstrittene Salbung Pippins oder die Vorstellung davon einwirkte, ist jedoch zumindest denkbar. Die Formen zentraler Staatlichkeit basierten zumal an der Wende zum 7. Jahrhundert vor allem auf byzantinischen Vorbildern, wo im frühen Mittelalter Vergleichbares zu beobachten ist. Die im Westgotenreich entwickelten Konzeptionen boten Anknüpfungspunkte, um die spanische Geschichte später auch als Einheit und nicht nur als ein Ensemble regionaler Geschichten zu verstehen. Dies erfolgte beispielsweise im 9. oder 13. Jahrhundert in historiografischen Entwürfen, die sich auf die Goten gleichsam als Gründungsväter bezogen. Allerdings auch bei Fragen von Kreuzzug und Reconquista, denn waren nicht auch die Goten damals ins gelobte Land gezogen? Es ist jedoch einzuräumen, dass diese westgotische Staatsideologie eher geistesgeschichtlich wirkte. Rückbesinnung auf gotische Zeiten half nicht nur bei Geschichtskonstruktionen in Asturien, sondern unter anderem auch in Septimanien und Katalonien. Ob dies sogar aktuelle Bedeutung besitzt? Zweitens, berücksichtigt man neuere Überlegungen, inwieweit die Volksrechte nicht ausschließlich personenbezogene, sondern auch territoriale Aspekte aufweisen, so dürfte das Recht im Westgotenreich hervorstechen. Wichtig ist aber auch die langfristige Wirkung, denn in jüngster Zeit, und das sind ganz neue Forschungen, können wir nachzeichnen, dass arabische Dokumente des 9. und 10. Jahrhunderts noch westgotisches und implizit damit auch römisches Recht zitieren, wie in jüngsten Forschungen nachgewiesen werden konnte. Der Codex Justinianus ist praktisch dann in arabischen Dokumenten bei privatrechtlichen Dingen vorhanden. Neben dem weltlichen Recht zeitigten kirchenrechtliche Sammlungen und Konzilsbeschlüsse Langzeitwirkungen. Ein Teil ist in der Collectio Hispania überliefert. Sie war Grundlage für die Collectio Dasheriana. Sie wurde darüber hinaus auch nach 711 ins Arabische übersetzt. Und die meisten Geschäftsordnungen west- und mitteleuropäischer Synoden folgten den Konzilsordinäs, die sich im Zusammenhang mit den westgotischen Konzilien ausgeprägt hatten. Wir müssen abwarten, welche Konzilsordinäs der synodale Weg uns hinterlassen wird. Mit den Kanones-Sammlungen wurden aber auch Vorstellungen über das Verhältnis von Königtum und religiöser Herrschaftslegitimation, wie dies seit der Konversion Rekarets auf weiteren Konzilien ausgebildet worden war, weitergegeben. Drittens, die aus der Antike übernommenen räumlichen Einteilungen samt den Römerstraßen, eine bot im Übrigen die Grundlage für den späteren Jakobsweg. Das ist bei mir so, ich muss in jedem Vortrag einmal Jakobus sagen, sonst ist es kein Vortrag von mir.
blieben weiterhin vor allem in der Einteilung kirchlicher Provinzen bestehen und gewannen im 11. und 12. Jahrhundert mit Fortschreiten der sogenannten Reconquista neue Aktualität. Es galt in dieser Zeit der Reconquista immer, den alten oder den vermeintlich alten Zustand der Westgotenzeit wiederherzustellen. Das galt auch für Toledo. Die Primatsrechte von 681 wurden nach der Rückeroberung 1086 von Urban II. Bestätigt. Viertens, literarische und gelehrte Werke prägten besonders. Dasjenige Isidors wurde nach der Westgotenzeit nicht vergessen. Es wurde weiterhin geschätzt, besonders seit der Übertragung von Isidors Gebeinden 1063-64 nach Leon. Und dann wird Isidor nicht nur ein Kämpfer gegen den Arianismus, sondern auch gegen die Muslime. Auch die Abschriften und Fortführungen seiner Gotengeschichte belegen, wie traditionsstiftend sein Werk war. Spuren kirchlichen Lebens sind teilweise bis heute in den westgotischen Bauten zu verfolgen. Auch die Münzen blieben im Umlauf. Und schließlich fünftens wurden westgotische Traditionen im übrigen Europa und im Mittelmeerraum verbreitet. Das Westgotenreich als Geber für die lateinische Christenheit betrifft bereits die genannten Aspekte des Rechts, der Königssalbung, des gelehrten Wissens. Der Rezeptionsprozess in Europa erreichte vor allem im 8. und 9. Jahrhundert einen Höhepunkt. Im Zusammenhang mit der sogenannten karolingischen Renaissance dieser Zeit stoßen wir zudem aus gelehrte Köpfe spanischer Herkunft, zu denen Personen wie Theodulf von Orléans, Benedikt von Anjane oder Agobard von Lyon gehörten. Insgesamt, meine Damen und Herren, waren die Prägungen und Nachwirkungen keinesfalls gering. So brachte das Jahr 711 zwar Neuorientierungen, aber vielleicht doch kein Einschnitt, der eine völlige Umstrukturierung bewirkte. Unter anderem auch, weil die Westgotenzeit in vielen, freilich häufig verformenden späteren Erinnerungen lebendig blieb. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus